Leute und herzlich willkommen zurück zu Wings Club. Ja, beim letzten Mal sind wir stehen geblieben, als wir gerade ja durch den Sumpf sind oder dabei sind, durch den Sumpf zu kommen. Es soll hier wieder 60 Kristalle geben. Eigentlich hätten wir hier speichern können. Mach ich einfach mal. Ja. Das Wasser ist tief und fließt sehr schnell. Wenn du hineinfällst, kannst du weiter stromabwärts herausklettern. Und es noch einmal versuchen. Okay, also wir sollten mit anderen Worten es vermeiden, ins Wasser zu fallen. So viel verstehe ich daraus. Ah, und da ist schon wieder der nächste. Der ist ja schnell. Da traue ich mich ja fast gar nicht zu drücken, aber ich habe es geschafft. Und das ist nur eine Kiste. Aus wie weiter Weg. Oh. Also das mit dem Wasser war halt so gemeint, dass ich dann... Okay, jetzt verstehe ich. Also da ist einfach Wasser tief. Komplett. Jetzt habe ich auch verstanden, was gemeint war. Oh, da vorne ist eine Blume. Sehr angenehm. Our first solo assignment. Come on, Ribbon. Easy on the flips. Let's see how fast this baby can go. Wow. Check it out. A red fountain craft. Hat einer von euch das Schiff erkannt? Ich habe es nur ganz kurz gesehen, aber seine Form und seine augenscheinliche Struktur lassen darauf schließen, dass es sich um ein Schiff der Rote Fontäne-Schule handelt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es könnte jemand verletzt sein. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich könnte Prinz Guy wiedersehen. Ach, Gottes Willen. Das ist typisch Stella. Ah, Gottes Willen, dann heilen wir noch nicht mal voll. Okay. Das ist ein Wings-Rune. Wann immer du eine siehst, drücke die F-Taste oder die Enter-Taste, um ein bisschen Unterstützung von deinen Freunden zu bekommen. Okay, das machen wir gleich. Okay, wir können nur das machen. Okay. Dann, bitte sehr. Kein Problem, Blum. Ich kümmere mich darum. Okay. Ah!
nicht, ob ich denke. Okay. Das ist Blume. Blume einrasten. Sobald wir sie sehen. Fertig. Und es ist wieder nur eine Kiste. Das sollen doch 3 Schüler sein. Wie soll man das dann hinkriegen, wenn wir 1 Schüler bisher nur gefunden haben? Wobei ich meine, das sind noch mehr als genügend Juwelen zu sammeln. Danke, das ist jetzt wenigstens mal so gemacht wird. Ja, wir möchten speichern. Jetzt gucken wir mal, wer oder was da ist. Was macht ihr Mädels denn hier? Wir sind gerade dabei, eine Schulprüfung zu absolvieren. Wir haben euer Schiff abstürzen sehen. Wir sind alle gesund und munter, danke. Aber wir haben ein viel größeres Problem als nur ein abgestürztes Schiff. Der Troll, den wir transportiert haben, ist geflohen. Ein Troll? Macht euch bloß keine Sorgen und widmet euch wieder eurer Prüfung. Überlasst diese Sache den Spezialisten. Die Spezialisten kommen? Wann denn? Was Riven damit meint, ist, ihr solltet besser nach Alphea zurückkehren, solange wir versuchen, den Troll wieder einzufangen. Ich brauch dich nicht, um zu erklären, was ich meine. Ich weiß, was ich meine. Kommt schon, Jungs, wir müssen einen Troll fangen. Die Textur ist nicht wirklich. Auf Wiedersehen, Mädels. Aber es ist ja noch. Und was machen wir jetzt? Vielleicht sollten wir den Jungs folgen und ihnen helfen, diesen Troll zu fangen. Und die Prüfung? Trolle sind wilde Geschöpfe. Sky und die anderen könnten unsere Hilfe brauchen. Außerdem ist hier irgendetwas faul. Ich habe mir den Rumpf angesehen. Die Explosion war kein Zufall. Jemand hat dem Troll geholfen zu entkommen. Ah, ja, wer wohl? Natürlich der Knurrt. In dem Fall haben wir keine große Wahl, oder? Machen wir uns auf die Suche nach diesem Troll. Ja, gut. Ich möchte schon wieder was übersehen zu haben. Weil ich merke jetzt erst, dass man auch die Bäume schütteln kann. Das ist neben der Tatsache halt, dass wir dringend eine Blume bräuchten. Okay, ich sehe hier schon die Trollabfüße, Fußabdrücke. Weil ich gerade dann überlegen bin. Ne, ich glaube, es kann. Ne, das kann nicht kleiner, weil die Blume doch relativ weit hinten war. Und ich dann eher mehr Schaden kriegen würde, als dass ich. Ja, Leben wieder bekomme. Deswegen lieber weiter. Upsa!
haben wir aber einen aufgeschmissenen. Failed. Mal sehen, wo wir diesmal landen, ob wir einfach verloren. Weiter. Ja, wir müssen dann wirklich mit denen ein Leben, die wir haben. Oh Gott, das wäre. Warte, Blum. Bevor du weitergehst, muss ich dir etwas über die Schweigus Carnivorus Pflanzen sagen. Sie sind Fleischfresser, die die Stille lieben und nach Beute jagen. Da sie nicht kaputt zu kriegen sind, solltest du ihnen lieber nicht zu nahe kommen. Okay. Ah, wir haben auch wieder voll Leben, okay. Okay, das sieht mir wieder nach weiter Weg aus. Wobei, wenn das da die Fresspflanze ist, ist das so gut kaum ein weiter Weg. Ah, wobei, hier sind auch die Runen. Das hatte ich ja bei dem anderen Weg eher nicht. Gut, dann fangen wir mit den Sternen wieder an. Oh Gott. Ja, übertreib halt. Also. Und bis jetzt immer nur eine Kiste gehabt. Nicht, dass ich es nicht gut finden würde, um Gottes Willen. Ich finde das nicht gut, aber ich will auch irgendwann mal wieder. Ja, weiterkommen. Okay, mal sehen. Vor dir ist Treibsand. Umgeh ihn. Das hier. Keine Ahnung. Ich wollte hier auf den Seiten keine Möglichkeit ins Mo kommen. Ich speichere einfach mal wieder. Jetzt versuche ich einfach den hier nicht zu nahe zu kommen. Ausziehen. Halt an den Buddy Dings und nicht an mehr, ja, nicht an weniger. Okay.
Okay, ich weiß nicht, wie ich dann jetzt noch zum Juwel zurückkommen soll. Aber doch, die großen Wege gehen. Dann mache ich Folgendes. Ich speichere einmal. Snappe mich extra einmal, damit ich wieder neue Leben habe. Ich weiß, das ist total useless, aber ich gehe da lieber mit vollem Leben rein, als dass ich da irgendwie komplett lifeless weitermachen müsste. Und ich muss natürlich den hier auch nochmal... habe ich es geschafft. Die 3000 haben wir übrigens auch schon zusammen, die wir brauchen. Ja gut. Das ist immer ein Vorteil. Hier ist noch etwas. Hier können wir noch ein Drehrad machen. Das ist, glaube ich, jetzt eine Person. Und langsam weiß ich auch auswendig, wann was kommt. Ich brauche nicht mehr allzu lange gucken. Und das, ja. Tja, du hast mich gefunden. Ich bin beeindruckt. Das war tatsächlich nur eine Schülerin. Grandios. Dann brauchen wir noch eine. Das ist ein Käfer, das freut mich auch. Und jetzt, ja. Jetzt können wir uns eigentlich wieder zurückbegeben, durch die Pflanzen durch und speichern allerdings vorher, bevor wir da längst gehen. Weil lasse ich mich diesmal etwas weniger snappen, weil ich jetzt auch weiß, wo lang der Weg da durchführt. Aber erstmal auf jeden Fall hier lang. Dann hier innen. Dann hier innen. Dann hier innen. Autsch! Okay. Das war jetzt dadurch, dass wir uns von der Fliege haben ärgern lassen. Aber ja. Okay, damit doch noch mal einmal kurz was anderem snappen lassen. So, und wir haben es geschafft. Cool. Etwas mehr als die Hälfte haben wir hinter uns. Stay away! These vines belong to incredibly dangerous, bloodthirsty, man-eating monster plants! They only eat loudmouths, so you should pipe down. Everything's okay, little plants. Just relax. Quick, let's get away from these things! Ich erinnere mich nicht, dass die Qualität von den Videos wirklich so war. Ich habe das Gefühl, da wurde ein bisschen wieder... nochmal dran herumgemodelt extra. Der
Da sind Trollspuren, die anscheinend noch ganz frisch sind. Ich glaube, wir holen auf. Ja, ich würde schätzen, dass der Troll vor weniger als 15 Minuten hier vorbeigekommen ist. Das war sehr gut beobachtet, Timmy. Woher wusstest du... Wir werden darin ausgebildet. Einer unserer Kurse an der Rote Fontäne Schule ist das Fährtenlesen. Timmy war schon immer einer von den Klassenbesten. Wir sollten... ich denke, wir... Gehen wir, bevor er seine Zunge verschluckt. Ich glaube, Tekna hat ihn ein bisschen... Ja, das haben wir uns beeindruckt, ne? Ja, toll. Out. Die anderen auch nicht gehen. So, das müsste eigentlich die letzte sein. Und dann müssen wir sowieso noch gucken weiter nach den Juwelen. Warum sage ich, soll ich die Juwelen sammeln? Oh, sag mal, was ist denn jetzt los? Man nicht zu sehr an irgendein Tempo gewöhnen, ne? So, das müsste die Schülerin sein, die letzte. Genau. Fantastisch, du hast mich gefunden. Das müssten alle drei Schüler gewesen sein, die sich versteckt haben. Und somit kommen wir zumindest auch an diese Belohnung, würde ich sagen. Nichts Besonderes. Vorsicht, Sumpfloch nicht ins Wasser gehen. Okay. Das ist eine Fontäne oder so. Da ist noch eine Kiste. Da ist auch noch... Nee, das ist nur... Okay, das ist nur visuell. Na, das kann ja heiter werden. Ich meine, wenn die Roten regelmäßigen Abstand runtergehen... Etwaige davon in gewissen Abständen. Ah, Scheibengleister. Das ist, was ich meinte. Ich bin total irritiert gewesen. Okay, also nochmal. Die Steuerung ist gemein von mir. Okay. Dann müssten wir eigentlich hier rauf, genau. Ach komm. Mein Gehirn spielt mir einen Streich oder was? Ich musste jetzt rüber hüpfen. Ich habe keinen vernünftigeren Weg mehr. Und wir sind drüben. Oh. Ja. Alter Verwalter. Also schon ordentlich, ne? Also wir gucken jetzt nochmal, wie
konnten nirgendwo anders abspringen. Nicht, dass ich da was übersehe. Nee, nee. Das ist nur hier, um hierher zu kommen. Und ja. Jetzt dürfte es nochmal interessant werden, weil die sehen anders aus. Ja gut, das war auch schon wieder hier alles. Noch 20 weitere, dann haben wir alle von diesen Juwelen in einem Bereich auch hier. Was für ein Horrorspiel hat das jetzt gerade hier, so vom Vibe her. Immerhin übertreiben sie es nicht mit den zu sammelnden Objekten. Gut, diesmal war ich nicht verteilt. Einfach weil mein Schuss mehr oder minder zuerst ankam. Ich sollte mich aber nicht irren und verwirren lassen hier. Auf jeden Fall holen wir uns hier die Pflanzheimer. Holen uns noch die Juwelen, die hier sind. Das sieht mir stark nach weiter Weg aus, deswegen gehe ich nochmal hier in die Richtung. Und ich vermute auch ganz stark übrigens dadurch, dass wir eigentlich hier auch alle finden sollen. Alle Kristalle zumindest, ne? Ja genau, hier ist dann die Spinne gewesen, okay. Und da kamen wir. Daher, Moment, lass mich doch verwirren, Moment. Da ist Sound. Da müssen wir da. Ne, da bin ich her. Also, vorhin eben gerade. So, von da kamen wir. Das ist der eigentliche Weg. Hier irgendwo links ab. Oder habe ich jetzt mich doch verwirren lassen? Oh Mann, ey. Wir sollen uns nicht verwirren lassen, ne? Ja, ja. Ach, hier längs, ne? Nee? Hm. Sag mal, bin ich jetzt doch dann nochmal abgebogen irgendwo oder wie? Gut, wir gehen einfach wieder zurück, bis wir da sind, wo wir waren. Ach, hier. Ich weiß nicht, wie gut es ist, dass wir sie vorweg hops nehmen. Aber
Ja, wir machen das einfach mal, ne? Ich bin der Meinung, ich bin schon sehr gründlich und da vorne ist der Troll. Ja, dann würde ich sagen, geht's im nächsten Part weiter. Von daher bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao, tschüss.